take me back to day one, right back where I belong, and take me over the edge and over again. Auf jeden Fall so ein Wahnsinnsjahr der Superlativen, weil eigentlich alles für uns größer geworden ist in allen Belangen. Also ob es jetzt die Shows waren, ob es irgendwie so die Flughöhe ist, die wir halt irgendwie so mit der Band erreicht haben, irgendwie der erste Top 10 Entry auf Platz 6 und Was vor allen Dingen schön ist, wirklich eben diese Konzertsachen. Wir haben super Festivals gespielt, dann jetzt hier heute wieder in Münster zu sein und die Hütte ist voll, ist einfach, also Dankeschön. Ja, man hat es echt gerade daran gemerkt, an den Konzerten, also die Leute, es kommen mehr und die sind noch euphorischer irgendwie, das ist irgendwie, hat es ein anderes Level halt, das ist cool. Kommt ja die Trilogie jetzt erstmal zu einem Ende. Ne? Wir haben 2010 angefangen mit diesem Short Way Home, wo wir in der Gorilla Bar im Gleis und dann hier gespielt haben, als erstes Mal, als Versuch. Dann letztes Jahr gigantisch angewachsen und jetzt ist halt, schön, aller guten Dinge sind drei. Das ganze Ding erstmal vorbei. Nächstes Jahr gibt es nämlich keinen Grand Münster Slam. Da gibt es nur einen Mini Münster Slam in der Gorilla Bar wieder. Das wird abgefahren. Ja. Und wir fangen aber tatsächlich heute Abend schon mit dem Vorverkauf für Dezember 2014 an, wenn wir nämlich wieder hierher kommen und unseren 20. Geburtstag feiern. So. Frank Turner spielt ja heute mit. Ja. Und da freuen wir uns ja tierisch drauf. Also wir haben eben schon So Long zusammen geprobt und das ist der Wahnsinn. Der Typ ist so geil. Und ja. Ich freue mich tierisch, dass es geklappt hat, dass sie auch spielen und ja, dass wir die Bühne teilen, dass wir der Wahnsinn. Aber genau. Es gibt auch weitere Specials. Also wir lassen uns ja immer, wenn wir in Münster spielen, auch nicht was einfallen mit hier Krimskrams und da Krimskrams. Und ich glaube, diesmal haben wir Krimskrams. Ganz gute Schublade, Schweinereien voll. Runter mit euch! Ist, glaube ich, ganz einfach. Wir zählen bis vier, ihr springt hoch und schmeißt dieses verdammte Lichtgetrüll in die Luft. Kriegt ihr das hin? Ich könnte ewig zugucken. Ich möchte das morgen bei YouTube sehen. Ich zähle bis vier, nicht vorher. Here we fucking go! Zurückgibt. Das müsst ihr gar nicht! Mach doch mal das Licht aus, Lehmann! Ey, Münster, können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt so Flashmobs machen und sowas zum Beispiel auf einmal in Mutz Bierstube anfängt? Ihr könnt da reinkommen! Freuen wir uns halt einfach, dass wir wieder es geschafft haben, Freunde einzuladen, die mit uns hier mitspielen, Itchy Poopskit und Frank Turner eben im Vorprogramm, da kommt man sich fast schon ein bisschen schlecht vor, das zu sagen, aber ist halt wirklich perfekt.
Und wir hoffen, dass wir das mit möglichst vielen Leuten teilen. Ihr macht gleich bestimmt einen Schnitt auf die Leute. Jetzt. Ich meine, und die Turner-Nummer, die wird heute Premiere und wahrscheinlich auch überhaupt das einzige Mal sein, wo das funktioniert. Weil auf dem Festival wird es einfach kaum möglich sein, dann irgendwie so zusammenzukommen. Und heute Abend, erste und letzte Mal. Genau, wir haben jetzt So Long auf dem Album, wo Münster von Live ja auch ein Making-of von gemacht hat, von dem Song. Und heute wirklich das erste Mal und einzige Mal, denke ich mal, wo das mit das ihm ich echt zusammen auf der Bühne Moment, stattfindet. Auf jeden Fall. Das wird richtig, richtig. Also ich hoffe mal, dass ich das einzige Mal bleiben werde. So ganz insgeheim hoffe ich das. Das ist wirklich abgefahren, was Jan Dirk gerade meinte. Man hatte wirklich beim Soundcheck, als wir es mit Frank geprobt haben, hatten wir Gänsehaut und das muss erstmal passieren. I feel very lucky. You know, this is their show, it's their hometown, it's their tradition, and it's a huge, I mean, it says over there, Große Halle. I speak enough German to know that means fucking huge place. It's gonna be, it's exciting. I feel very honored to have been asked to do the show. Frank Turner! Like the song anyway, I think it's a great song. It's been really well received, you know. Like, I think a lot of people who are into my stuff in the UK who don't know the Do Nots are now like, who's this band? These guys are great. And then I think vice versa as well, people in Germany who don't know me. So that's cool. The other thing, the best thing about it for me was the video, because Ingo called me and said he wanted to make a video for the song. I said, yeah, that's cool. And it was really cool because initially I thought maybe it was going to be like a performance video. I find them a bit weird. But he was like, no, I'm just going to come to London for 2 days and we're just going to get drunk and film it. So we did. And we had a really fun, I showed him all around London, I showed him the parts I know and that I love and that kind of thing. And then actually it so happened that on the second day that we were there, the news came through that Tony Sly had passed away. And just with the way, and you know, so we started drinking for Tony. And I think with the way that the song is and the way that things are sung about, it kind of actually turned into a really, really nice, beautiful piece. Both for our song and for Tony as well. Heute werde ich in Deutsch sprechen. Aber ich spreche keine Deutsch, in kleine Deutsch. Sagen wir mal. Dieser Song ist über meine beschwerte Ex-Freundin. We love, me and my crew and my band, like, it sounds like I say this to everybody, but I promise it's not true. We love, like, whenever German stuff's coming up, we get excited because Germans are the best. Like, you guys know how to do something that we don't, which is how to drink and keep having a good time and not start fights and throw up and that kind of thing. Do you know what I mean? English people are terrible. We get to about 1 a.m. and everybody just either throws up or starts a fight. In Germany, keep drinking until the sun comes up. It's great. Oh, Lord.
2013 ist aber auch nicht so, als würden wir jetzt die Füße hochlegen. Ganz im Gegenteil, das machen wir vielleicht am Anfang des Jahres, aber ab März, Anfang März sind wir halt in den Staaten für einen ganzen Monat und touren mit Flog & Molly an der Westküste, fliegen noch rüber an die Ostküste und machen da noch ein bisschen was. Wir spielen natürlich auch trotzdem noch ein paar Festivals, also jetzt nicht Klinke putzen an jeder Gießkanne, aber ausgewählte Festivals spielen wir hier und da noch. Und danach muss es halt in der Tat wirklich heißen, ab ins Studio und hier eine neue Platte muss her. Denn Geburtstagsgeschenke zum 20. macht man eigentlich den Leuten und nicht sich selbst. Also ich hätte so gerne mal vor der Bühne gestanden da drin. Einfach das ist, ey, ganz ehrlich, wir sind alle so fertig gerade mit der Welt. Weil das hat alles geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das Publikum war einfach der helle Wahnsinn. Ey, und ohne Scheiß, dass ich das in diesem Laden erleben darf, wo ich mein allererstes Rockkonzert jemals gesehen habe, Ende 80er, ist einfach der absolute Wahnsinn. Ohne Scheiß, ich hab das tollste 24-Stunden-Hobby der Welt, echt. Danke. So, diesen Namen werden wir nie in unserem Schatz vergessen. Wenn das verdammte Universum aufhört, am 21. Service, ist mir scheißegal. Denn das hier heute Abend war's wert.